Ja, mit Franz Beckenbauer ist eine der größten Fußballlegenden dieser Erde von uns gegangen. Und dementsprechend war natürlich auch das Echo, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wurde dem Kaiser gedacht. Unter anderem auch in der New York Times, die eine ganze Seite für ihn freiräumte. Weltweit ist nach dem Tod von Franz Beckenbauer die Anteilnahme spür- und sichtbar. Die Trauer und das Gedenken an den Kaiser eint. Vielfach und auf völlig unterschiedliche Art verabschieden sich die Menschen und ehemalige Weggefährten von dem Mann, der generationsübergreifend als Sportler, aber vor allem als Persönlichkeit belebt, bewegt und begeistert hat. Er hat natürlich den FC Bayern auch verkörpert und in die Welt hinaus transportiert, aber gerade für den deutschen Fußball. Also er hat eigentlich vereinsübergreifend die Leute verbunden und noch viel mehr getan, als nur der FC Bayern zu sein. Die Großen des Sports ehren einen der Größten, der dem Spiel und der Zeit immer etwas vorausschien. Er war da Vorreiter und Ikone und hat dann als Trainer und Funktionär einfach nur angeknüpft. Deshalb ja, kann man sich nur verneigen. Er hat viele andere inspiriert und bereichert, hat Respekt, Fair Play und Wertschätzung verkörpert, auf, aber vor allem neben dem Platz. Und gerade deshalb wird Franz Beckenbauer so fehlen. Und das nicht nur in der Welt des Sports.